Hallo zusammen und herzlich willkommen auf dem Videospielplatz. Heute bin ich mal alleine vor der Kamera. Ich habe den Joe drüben im Schlafzimmer verbannt, damit ich euch mal ein Update von meiner Animal Crossing Insel zeigen kann. Da haben ja einige danach gefragt und da habe ich gedacht, da mache ich ein ganz kurzes Update-Video für euch. Dann switchen wir mal direkt ins Spiel. Ganz kleinen Moment. Jo. Sieht gut aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Häuschen. Genau, also das ist das Haus. Ich habe jetzt aktuell 4 Räume insgesamt. Den letzten Raum, den zahle ich jetzt auch noch ab. Jo, das ist der erste Raum. Eine Art Wohnzimmer. Mit einem ziemlich coolen Hamster. Einer Nintendo Switch hier auf dem Tisch und einer coolen Schreibmaschine. Ich finde, ich habe es ganz cool eingerichtet. Der nächste Raum ist ein Schlafzimmer, / Kleidungsaufbewahrungsraum. wenn ich das hier mal so ein bisschen drehe, das sind so die ganzen Kleidungsstücke, die ich habe. Hier ist das Bett. Alles, was ein Schlafzimmer haben muss, würde ich sagen. Genau. Also die meisten Möbel, die habe ich entweder selbst gemacht. Ein paar habe ich gekauft, ein paar habe ich geschenkt bekommen. Ganz unterschiedlich. Hier ist noch der Häschentagraum drin. Das war eine kitschige Sache. Also das war an Ostern. Da musste man verschiedene Eier sammeln und Klamotten, Schränke hier, Tapete, alles Mögliche daraus basteln. Und ja, da habe ich einen separaten Raum eingerichtet. Den werde ich aber wahrscheinlich wieder abreißen, weil der mir echt ein bisschen zu kitschig ist. Und hier unten haben wir dann die Rüben. Ist eine Art Aktie bei Animal Crossing. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Und aktuell liegen die bei mir am Boden. Also ich habe keine Ahnung, wo ich die sonst hinlegen soll. In mein Lager kann ich die nicht kriege ich die nicht rein. Also, falls ihr da eine Idee habt, sagt mir gerne Bescheid, weil ich finde es ein bisschen blöd, dass die hier am Boden liegen, aber eine andere Möglichkeit habe ich aktuell noch nicht gefunden. Und da ist der letzte Raum, der ist seit gestern oder seit heute Morgen fertig. Ich glaube, heute Morgen. Genau, seit heute Morgen fertig. Eine Art Arbeitszimmer. Da habe ich dann hier die restlichen Möbel so ein bisschen verarbeitet, sage ich mal. Und da oben ist dann der Song von KK. KK ist ja eine Berühmtheit bei Animal Crossing. Da habe ich heute Morgen auch einen echten Schreck bekommen. Ich habe Animal Crossing angemacht und Tom Nook, dessen Ziel war es ja, dass KK vorbei auf die Insel kommt und dort ein Konzert für uns hält. Und das ist dann auch passiert heute Morgen. Und dann lief plötzlich ein Abspann ab. Und dann dachte ich, was zum Teufel? Ist das jetzt vorbei? Kann ich danach noch weiterspielen? Ich habe mich da jetzt nicht mega informiert, muss ich sagen. Aber war anscheinend so die Hauptquest, die man machen musste bei Animal Crossing. Und danach kann man, glaube ich, einfach ganz normal weiterleben, weiter sammeln. Also ja, das war mein Haus. Kurzes Update. Hier jetzt mal kurz einen Rundgang auf der Insel. Da ist ein Bewohnerhaus. Hier habe ich einen kleinen Teich mit Bambus angepflanzt und einer ziemlich coolen Statue von den Osterinseln. Hier auch eine Bewohnerin, die ganz neu ist, die Philippa. Und hier vorne habe ich dann auch so eine Art Obstplantage, wo ich die ganzen verschiedenen Obstsorten hier gesammelt habe. Ich glaube, das müssten alle sein: Orange, Apfel, Birne, Kirsche, Pfirsich und Kokosnuss. Also soweit ich weiß, sind das alle Obstsorten, die man bei Animal Crossing bekommen kann. Die habe ich durch überwiegend durch Freunde
bekommen. Man hätte die auch über Besuche auf anderen Inseln bekommen können, über das Meilenticket. Aber da hatte ich echt Pech, muss ich sagen. Ja, hier ist noch der andere Teil der Insel. Hier ist Günther, der Hamster. Anscheinend ein ITler, wenn man sein Haus so ein bisschen anguckt. Da komme ich jetzt aber aktuell leider nicht rein. Und hier wohnen eben noch die anderen drei Bewohner. Wir gucken mal in ein Haus rein. Das Haus finde ich auch ziemlich cool. Ist ein bisschen asiatisch angehaucht. Und quatscht man sie mal an. Vielleicht hat die ja was Cooles für uns. Nö. Wahrscheinlich nicht. Macht nichts. Genau. Dann zeige ich euch noch die andere Hälfte von meiner Insel, wo die anderen Bewohner wohnen. Ich habe jetzt auch, stimmt, das ist auch neu, hier die Treppen zur nächsten Ebene habe ich jetzt gebaut. Eben dann die verschiedenen Brücken habe ich gebaut. Das hatte ich vorher ja nicht. Und hier habe ich einen kleinen Rosengarten. Die Rosen habe ich auch von einer Freundin bekommen, die hatte ich jetzt nicht auf der Insel. Ich glaube auch, dass ich eigentlich alle Blumen habe, außer Lilien. Also falls jemand Lilien hat, könnt ihr mich gerne mal anschreiben. Am besten über Facebook. Da heiße ich Flo Montanaro. Der Joe blendet das bestimmt unten auch mal ein. Und ja, schreibt mich da gerne mal an. Da kann man sich ja mal kurz austauschen, ob man vielleicht mal die Insel besucht und ein bisschen was tauscht. Ja, hier habe ich eine kleine Feuerstelle gebaut. Und hier geht es dann auch schon zu den anderen Bewohnern. Die kleinen Häuschen. Die Häuser finde ich ja echt cool. Also, muss man schon sagen. Ja, da habe ich einen Leuchtturm. Fernglas. Oh. Flaschenpost gefunden. Mal gucken, vielleicht ist es eine Anleitung, die ich noch nicht habe. Das wäre ziemlich cool. Ne, habe ich schon. Auch nicht schlimm. Also die Anleitungen, die hebe ich auch immer auf, falls jemand tauschen möchte. Kann man ja auch die Anleitungen austauschen. Genau, das ist auch eine Bewohnerin, die hier wohnt. Das ist dann der eine Teil dann noch von der Insel. Ich habe auch noch auf der anderen Seite habe ich einen kleinen Muschelstrand gebaut. Fand ich auch ganz cool. Das ist ja auch echt krass, was teilweise, ich habe mal auf YouTube so ein bisschen geguckt, was die Leute da teilweise bauen, ist echt unfassbar. Genau, hier habe ich den Muschelstrand. Das fand ich ziemlich cool. Und dann würde ich euch nur noch ganz kurz in meinem Museum führen, weil ich bei den Fossilien echt schon ziemlich weit bin, finde ich. Also, ich weiß nicht, wie es da bei anderen Leuten aussieht, aber das finde ich auch ziemlich cool. Also, ich finde das Museum allgemein ziemlich cool, was man da so alles findet und auch wie schnell das geht. Also, dass es nicht ewig dauert und man, also da verliere ich dann halt auch schnell die Lust, dass man halt jeden Tag vier Fossilien findet, wenn man richtig sucht und richtig guckt. Und dann hat man halt hier auch so richtig coole Dinos. Da hinten ist auch ein T-Rex. Also echt cool. Und hier drüben gibt es noch einen weiteren Raum. Ist dann auch ein Mammut und ein Kampfhirsch. Da kann man auch da hochgehen und sich das nochmal von oben anschauen. Jo, also soweit das Update. Bei den Insekten und bei den Fischen, da bin ich jetzt noch nicht so mega weit. Also da fehlen mir schon noch welche, auch die Aprilfische vor allem. Da habe ich noch nicht alle gefunden. Aber der April ist ja auch noch nicht rum, ne? Also ich kann sagen, dass das Spiel mir seit dem 20. März
mega, mega gefällt. Also ich habe, glaube ich, nur einen Tag gehabt, wo es mich mal ein bisschen gelangweilt hat, das Spiel. Also ich spiele jetzt auch nicht den ganzen Tag, um Gottes Willen, aber mal so 1,5 Stunden, 2 Stunden am Tag. Dafür ist es echt perfekt und vor allem ist es halt immer mega entspannend, was ich ziemlich cool finde. Also mir gefällt es echt richtig, richtig gut. Ich kann es nur empfehlen. Es kommt halt immer auf den Spieler drauf an. Der Joe zum Beispiel, für den wäre das überhaupt nichts. Also den würde ich das auch nicht empfehlen, aber wer so ein bisschen ja, ruhigere Spiele mag, ein bisschen was zum Entspannen braucht, Aufbauspiele mag, den ist Animal Crossing auf jeden Fall, würde ich jetzt sagen, das Richtige. Aber wie gesagt, muss jeder für sich wissen. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr. Also, falls ihr, wie gesagt, mal auf meine Insel kommen wollt oder ich zu euch auf die Insel darf, dann schreibt mich einfach an über Facebook. Oder der Joe hat auch in der Beschreibung, hat er auch den Freundschaftscode von der Switch. Dann könnt ihr uns auch einfach adden. Jo, ich hoffe, euch hat das kleine Update gefallen, auch wenn der Joe mal nicht da war. Und wünsche euch dann noch einen schönen Restsonntag. Bye, bye.